Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Subnautica. Heute geht es da hinten hin. Und mit ein bisschen Glück finden wir da auch ein bisschen Lithium. Womit wir dann unsere Seemotte upgraden können, damit wir wieder auf 900 Meter Tiefe tauchen können. Rein theoretisch müsste ich einfach nur zur Insel zurückfinden, aber wir wissen alle, dass dies nicht der Fall sein wird. Deswegen hoffen wir einfach mal, dass wir irgendwo wieder ordentlichen Lithiumbestand finden, den wir dann plündern können. So. Hier ist das Bäumchen, wo wir Glubschi gefunden haben. Also ich bin der Meinung, dass wir da auf jeden Fall waren. Wir sind hier schon mal in die Richtung geschwommen. Ich sehe aber auch leider kein Lithium hier irgendwo, weil das auch sehr schwer zu sehen ist. Und wenn man so schnell schwimmt. Da ist ein Riesenbestand. Da könnte ich mit dem Zyklopen hin. Nicht mit dem Zyklopen, mit wie heißt der nochmal? Herbert. Da können wir mit Herbert hin. Aber es ist immer so mühselig, mit Herbert irgendwo hinzugehen. Das macht überhaupt keinen Spaß. Die Geräusche gefallen mir hier auch nicht. Vor allem kann ich nicht so tief tauchen. Oh Gott. Wir müssen quasi Hans-Dieter. Hier lassen. Wollte mir zwar den Rubin holen, aber ich habe es mir gerade anders überlegt. Okay. Könnte Probleme geben, darunter zu kommen. Ja, nein. Bauen wir unsere Seemotte aus. Nicht mit der Oberkackbratze, nein. Nicht mit der Oberkackbratze, wobei. Lassen Hans-Dieter hier. Und dann versuchen wir uns zu Fuß durchzuschlagen. Wir werden sterben. Aber wir wissen, wo ein Lithium-Vorkommen ist. Also selbst wenn wir da irgendwas verlieren sollten. Ich würde halt ungern hier in der Nähe Hans-Dieter liegen lassen. Ach, cool, Musik. Aber, oh nein, hinter mir ist irgendwas. Zyklop-Tiefenmodul. Ich habe nicht mal einen Zyklopen. Da kommen wir anscheinend nicht rein. Wie seid ihr rausgekommen? Also. Integrating new PDA data. Hier ist noch eine fette Höhle. Aber wie gesagt, ohne Signalboje kann ich einen Scheiß machen. So, Megakackbratze. Was ist da hinten? Okay. Oder nee, die Oberkackbratze, sorry. Oberkackbratze.
Ich muss ein bisschen aufpassen, dass ich nicht sterbe, wenn ich hier durch die Gegend schwimme. Also ich finde, die Signalboje sollte viel, viel wesentlich einfacher zu finden sein. Vielleicht gab es sie auch direkt am Anfang 20 Mal, aber wir haben es nicht gefunden. Ich weiß es nicht. Obwohl ich da alles quasi durchgeschaut habe. Oh, eine neue Nachricht. Das ist perfektes Timing. Okay, wir haben die Zyklopen. Sehr schön. Wir haben immer noch keine Signalboje. Also im Endeffekt werden wir dann anstatt Signalbojen wahrscheinlich überall Hans Dieters aufstellen. Wobei die ja schnell kaputt gehen, also. Ich glaube, Signalbojen werden nicht angegriffen. Gut, dann hören wir uns die nächste Nachricht an. Und dann köpfen wir das Ding hier, was wir hier gefunden haben. Ist direkt am Baum. Müssten zwei Stellen sein, an denen wir Lithium sammeln können. Oh, guck mal, Kupfererz. Kennen wir den schon? Scheint so. Wir werden das PDA übrigens zu Hause öffnen. Ist mir ein bisschen sicherer. Na gut. Ab nach Hause, hier haben wir noch ein bisschen Lithium. Ah, sehr schön. Dann müssen wir nicht extra mit dem Herbert hier rüber. Da ist noch ein Vorkommen. Also wir haben hier auf jeden Fall noch genug, wenn wir mit Herbert herkommen. Ja, theoretisch können wir den hier auch stehen lassen. So, Verwirrung pur. Ich muss in die Richtung. So, das nehmen wir auch mit. Leider nur Titan. Hier wird alles mit eingesackt. Das ist nur ein Ei. Habe ich doch richtig gesehen. Also wenn man genau hinsieht, also rein theoretisch müssten wir hier einfach eine Forschungsstation aufbauen und nach dem Zeug suchen. Dann finden wir auch mehr als genug. So. Kackbratze ist immer noch da. Ja. Ich weiß nicht, was ihn hier hält. Wir brauchen wahrscheinlich zwei Herberts. Einen zum Sammeln und einen zum Töten. Aber das ist Zukunftsmusik. Falls wir es jemals brauchen werden. Okay. PDA. Was habt ihr denn für mich? Überlebende der Aurora. Rettungskapsel 2. Die Auftriebskörper sind ausgefallen. Geräusche eines Wassereinbruchs. Wir sinken, sofort aussteigen. Warten Sie, ich kann das Sauerstoffsystem rekonfigurieren, damit es als Lenzpumpe arbeitet. Es funktioniert. Krachen. Okay, die gute Nachricht ist, wir sind am Leben und sinken nicht mehr. Und die schlechte? Der Sauerstoff ist in 30 Minuten aufgebraucht und wir sind 500 Meter tief. Was sollen wir tun? Wir nutzen die Restenergie, um ein Notsignal abzusetzen und an Ausrüstung zu bauen, was wir können. Dann suchen wir einen Weg zur Oberfläche. Wer weiß, ob die es geschafft haben.
So. Kann ich nach Magnetit suchen? Das wäre eigentlich ganz geil. Aber ich bezweifle es mal stark. Sonst hätte ich es ja gemacht, oder? Ah, das wollte ich gar nicht. Was mache ich hier eigentlich hier? Ja, tschüss. Gelsack, Kreaturenei. Lithium. Ich muss das wahrscheinlich scannen, damit ich suchen kann. Ah! Bestimmt ist das so. Na ja, gut. Na, ihr Hübschen? Ach, den geht's gut. Den muss ich nicht mehr was zu essen geben. So. Okay. Oh, ich kann hier wieder Dinge bauen. Wir werden uns jetzt, wir haben ja schon emuliertes Glas. So, was brauchten wir alles? Wir brauchten das emulierte Glas. Wieso habe ich den Scheiß jetzt mitgenommen? Das ist doch nicht mein Inventar. Das ist... Oh, Leute, ich bin doof. Einfach doof. So, gucken wir mal. Emuliertes Glas haben wir. Magnetit fehlte mir zweimal, oder? Nee. Plastalbarren. Haben wir den hier reingelegt? Haben wir den überhaupt gebaut? Nee, der hat uns gefehlt. Aber hatte ich nicht zumindest den anderen Barren gemacht? Ach, guck mal. Überall Lithium. Da ist noch überall Lithium. Na gut. Wir sind also auf der sicheren Seite. Okay. Da, gucke mal. Da. Kyanit. Das kriegen wir noch hin. Aber das dauert halt noch. Mikro. Geh mal ein bisschen weiter weg von mir. Abstand halten. Na gut, machen wir so. Dann machen wir die Plastalbahn. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So, den Rest können wir reinlegen. Ich bin jetzt nicht zu weit weg vom Mikro. Okay. Als nächstes das Tiefenmodul 1 rausholen. Okay. Dann holen wir es doch direkt mal fix. So. Okay, Plastalbarren und Rubin. Dreimal. Rubine haben wir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ja, gut. Das ist ein bisschen kacke. Ah, guck mal, da über Lithium. Wir hatten hier doch bestimmt irgendwo Schrott. Ja, nice. Okay,
So. Titan herstellen. Titanbarren herstellen. So. Zweimal Lithium. Plastalbarren herstellen. So, dann. Was war das denn jetzt für ein Move? Okay, das war seltsam. Aber wir haben noch ganz viele Ionenwürfel. Das ist ganz gut. 1, 2, 3. So. Perfekt. Halt. Wir haben noch eine Nachricht bekommen. Gucken wir uns nochmal an. Und dann holen wir uns das Lithium. Playing partially translated broadcast. Destroyed. Mode. Patrol. New targets unaccounted for. One. Ich fürchte, das sind wir. So, Modul ist drin. Schnappen wir uns das Lithium und dann freuen wir uns einen Keks. Machen wir einmal unser Inventar voll. Und dann soll es das auch erstmal gewesen sein, also. Dann brauchen wir nicht noch mehr. Ah, guck mal. Noch ein bisschen extra Stuff. So. Ich glaube, es ist besser, wenn wir tatsächlich so fahren, oder? Ich will nur das Licht. Danke. Ist wirklich viel Lithium hier überall. Haben wir wahrscheinlich der Reichweite zu verdanken, die wir eingebaut haben. So, noch mal ein bisschen was scannen. Dann sammeln wir jetzt ein bisschen. Ja, dann sammeln wir jetzt ein bisschen Lithium. Und dann können wir es auch wieder ausschalten, weil ehrlich gesagt stört mich, dass das überall hier was angezeigt wird. Ist natürlich geil, weil er muss sich selber nicht suchen. Aber ist halt wirklich störend. Kannst ja nachvollziehen, dass das irgendwie kacke ist. Gut, das mit dem Lithium haben wir jetzt geklärt. Das ist jetzt nicht mehr so schlimm, dass es verschwunden ist, weil wir haben ja auch ohne Ende hier Zeugs. Ja, dann tun eigentlich nur noch die Ionenwürfel weh, ne? Also richtig. Weil das ist der seltene Stuff, der uns eventuell dann später fehlen wird. Ich meine, wer weiß, wofür das wir die Schlüssel brauchen. Ja, sind die richtig scheiße wichtig und dann. Ja, Marsch. Ob die Entwickler damit gerechnet haben, dass man das Stuff nicht wiederbekommt und haben deswegen vielleicht mehr als genug Ionenwürfel eingebaut oder sie haben es nicht realisiert und jetzt fehlen uns diese 2, 3, die wir da gefunden haben, um jemals dieses Spiel zu beenden. Das wäre grausam. So, noch ein bisschen davon. Müssten wir eigentlich kennen. Aber wir können ihn aufziehen und wenn er uns nicht passt, dann können wir ihn rausschmeißen. Oh, Inventar voll, okay. So, Hans-Dieter der Dritte, ich komme wieder zurück.
Vielleicht können wir auch die Dinger in unserem Aquarium scannen. Das wäre geil. Müsste ich nicht mein Leben riskieren, um wieder irgendwas scannen zu müssen. Also rein theoretisch haben wir Hans-Dieter ja den zweiten verloren, weil ich versucht habe, das Ding zu scannen. Weil ich gedacht habe, Hans-Dieter hält eigentlich noch ein bisschen mehr aus, aber offensichtlich hat er es nicht. Wir sind zurück. So, erstmal das hier rein. Das da rein. Ah, mehr als genug Lithium für den Rest unseres Lebens. Es passt alles nicht mehr da rein. Da müssen wir hier noch ein bisschen was reinpacken. So. Ey, ich hab mich so tot erschreckt. Alter, ich dachte, das Ding geht jetzt in die Luft. Oh. So. Ihr greift mich aber nicht an, ne? Ich scanne euch, oh Gott. Lass mich dich doch scannen. Okay, dich kennen wir schon. Ich weiß noch nicht, was ich noch nicht gescannt habe. Irgendwas ist hier dabei, was ich noch nicht gescannt habe. Schockwels. So, irgendwas ist hier noch dabei. Da, der Rochen. Nee, du. Komm hier, Mann. Aber hatte ich nicht den Knochenhai gescannt? Hätte ich schwören können. Du? Ach, du. Oh Gott. Okay, den haben wir jetzt auch gescannt. Hier noch irgendwas dabei, was wir nicht gescannt haben. Okay, perfekt. Alles gescannt. Puh. Ja, da hinten ist alles voll. Alter Schwede, guckt euch das mal an. Na gut. So, können wir jetzt nach allem... Krebsbohrer am Fragment. Okay. Irgendwie ist es größer geworden, oder? Kommt mir das nur so vor? Ja, ist ja gut. Also, was machst du wieder hier bei mir? Ja? Hast du kein Leben? 1, 2, so. Und den Rest machen wir mal kaputt. Ja, ich kümmere mich doch gerade drum. Das wollte ich nicht machen. Ich kann die nicht mehr rausholen. Vital signs stabilizing. Warum muss man einem das so schwer machen? Okay, das Zeug muss jetzt echt schnell wachsen, weil ich krieg Hunger. Aber wir haben ja noch unsere Reserve. Die Hälfte davon, nee, mehr als die Hälfte sogar, können wir einsammeln und essen. Okay. Jetzt kann wieder rein. Gut, Freunde, ich würde sagen, heute haben wir erfolgreich einen erneuten Tag überlebt und unsere Müllkippe da unten wird immer voller.
Natürlich mit Salz. Ja gut. Ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder und dann... weiß ich gar nicht, was wir da machen. Irgendwas bauen höchstwahrscheinlich. Vielleicht sogar unsere hier, unser Schiffchen. Ist schon. Enzyklop. Gute Idee. Oder wir modifizieren die Stoßkanone. Obwohl. Ich könnte nach Magnetit suchen. Das ist eine gute Idee. Kann ich nach Magnetit suchen? Aber wir können etwas testen. Und zwar, wir haben ja noch ein Magnetit am Start. Ne? Also bevor wir jetzt die Folge beenden, ich weiß, ich wollte gerade beenden. Keine Sorge, ich hab's nicht vergessen. Wir nehmen unser Magnetit. Wir gehen raus. Lassen es hier fallen. Und scannen es. So. Jetzt gehen wir wieder rein und gucken, ob wir danach suchen können. Weil dann, haben wir auf jeden Fall die Bestätigung, dass wir es scannen müssen, um es zu suchen. Ja, tatsächlich. Wir müssen etwas scannen, um es zu suchen. Das ist interessant. Das ist interessant. Das heißt, wir haben ja... Haben wir die Ionenwürfel gescannt? Ich weiß es gar nicht. Wir müssen hier alles scannen, was wir haben. Vor allem, das müssen wir scannen. Und dann scannen wir das noch. Uranit scannen wir noch. Diamant. Ja, das sind die Dinge, die wir scannen. Aber, Freunde, das machen wir morgen in der nächsten Folge. Da geht es dann um das Einscannen vom Material, damit wir es suchen können. Haut rein, euer Zero. Tschüss.